Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Adventure Time. Explore the Dungeon because I don't know. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich kann nur so viel sagen, ich bin ein riesengroßer Adventure Time Fan. Und ich denke nicht, dass das der Überbringer-Shit werden wird, dieses Spiel. Aber ich glaube, für Adventure Time Freunde wird es ein lustiges kleines Spiel sein. Und schauen wir noch einfach rein, bevor wir irgendwie groß rumreden. Ja! Und starten das Ganze. Ja. So. Character Select. Finn, check. Anna. Yay, Cinnamon Bun. Okay, bis jetzt 4 Charaktere am Anfang. Aber wir nehmen mal Finn. Und starten. Within the catacombs beyond this hole. I've been locking up my enemies there for years, but now they're all escaping. I need you to venture down into the dungeon to figure out why. Because I don't know! Okay, we'll help. Princess! 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 Whew! We want to help too! We're like best friends. Yeah! I'm best friends with Marceline! We want to help out together! Can we help? Yes, of course! Okay, team. These prisoners are a serious problem. Not only are they taking our stuff, but several citizens of the Candy Kingdom have disappeared recently, and I suspect foul play. On top of that, most of the kingdom's treasure is missing too. They must be stockpiling it down there. We need to make a calculated strike on the secret royal. The escaped prisoners can't know we're coming. Right now, they're scattered, alone. We can't allow them to- Makes sense. That said, we should take some time and go over gameplay basics. Please follow me. Natürlich. So, da war die Anfangssequenz und der Anfangstext. Und wie Prinzessin Bubblegum schon sagte, area of the dungeon, used to train my banana guards. Wir müssen runter in den Dungeon und sie weiß selbst nicht warum.
Aber wir haben unsere Aufgabe. As I explained before, these prisoners are escaping somehow and crawling around where they don't belong. You won't accomplish much just standing around. So get moving. Move around. Ja. Move around. While moving around, watch out for pits and other traps. Except for Marceline, of course. She can float right over them. The easiest way to attack is by pressing the attack button. You can hold it down to charge up a charge. If you get hit, your thump meter will decrease. You only have so many thumps, and then you'll pass out. Remember to hold down attack for a much cooler charge attack. Give it a shot. Try defeating these prisoners for me. Do your best. Yeah. Also es ist sehr Zelda-like, das Spiel. Und was mir sehr gut gefällt, sind die Originalsprecher. Notice your imagination meter increases. I'm not sure why. When it's full, you can use your special attack. I'm guessing you'll find a lot of extra weapons in the dungeon. Let's call them sub-weapons. Here's some bamboo poles to practice with. Why not go pick one up? These aren't very effective, unfortunately, but it's the best I could do on short. Oh, jeez. See? More prisoners. May as well try out the bamboo pole. Okay. You'll never defeat them with the pole. Just use your standard attacks. You can block attacks with the block button. Hit a direction while blocking, and you can dodge. You can block to decrease the damage received from melee attacks. You can't block projectiles. Unless, if you time your block perfectly, it will deflect all damage and destroy even projectiles. I don't know what this is exactly, but it tends to throw things. Let's see if you can time your block perfectly and destroy the projectiles. Okay, das ist das Block. Blockhead. Perfect. See, it's genau. Not as hard as you thought. Each one of you also has an innate ability. It's quite likely these abilities will come in handy during your journey. You can read about innate abilities and a lot more on this stat screen. See? Those are your stats. Some people may help you upgrade stats if these don't seem sufficient. Anyway, we've wasted enough time here. This is all pretty standard stuff. Ja, der ist standard stuff. So, wenn du mal fertig bist mit Quatschen, können wir mal endlich vernünftig anfangen. So, yeah. Feel free to walk around. Okay. But don't wander too far. You've got an important job to do. Make sure you talk to me when you're ready to start the mission. Not to complicate things, but I'll be giving you quests apart from your main mission. I'll reward you for completing them, though. For your first quest, I want you to return with 10 treasures. Shouldn't be that hard. Okay. Oh, let me do it. Please. Nice. Imagination is a wonderful ability that lets us see. Join me in a map. That's fine. Nicht genug Treasure. So, jetzt können wir endlich mal vernünftig anfangen und ich komme auch zum Wort mit Prinzessin. Ich rede sehr viel, wenn man fertig ist. Und, ja, Adventure Time. Man kann eigentlich nicht viel dazu sagen als coole Serie. Jetzt kommen wahrscheinlich viele mit der Arme, Moment, das ist doch eine Kinderserie. Guckt es euch an, dann wisst ihr nicht unbedingt. Ja? Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Und ich schaue mich hier gerade mal so ein bisschen um und da ist wahrscheinlich, kann man ein bisschen die Sub-Weapons sammeln. Ein paar Charaktere. The statistic known as thumps marks one's hearts, one's very life energy. Might you be interested in a thump upgrade? I know a thing or two about matters of the heart. Nein, wir haben für ganze Upgrades noch keine Treasures. Would you like to play as me? Der König von Mars. I don't need this. Ist ein DLC-Charakter, den es auch dabei gab, genauso wie Master D. Und, ja, hier. Das ist Gunther. Ja. Sehr guter Freund. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Finn, den Hauptprotagonisten auch der Serie. Und, ja.
ja, ich denke mal, uns bleibt erstmal nichts anderes übrig, als dann wieder mit Barbagam zu reden. I really appreciate the help. It's too bad important royal business prevents me from doing this myself. But I'll stay in communication via the hollow pendant. It will also allow me to teleport you to the surface every few floors, I think. Before you go into the dungeon, I'll let you equip various tokens. They can help. You don't have any yet, though, because they're found in dungeons. But keep it Oh, any treasure you find is yours to spend until you re-enter the dungeon. At that point, I'll need to collect leftover treasure as taxes. It's the law. Okay, also, wir können jetzt nur bei einem Besuch alles sammeln, dann alles ausgeben. Wenn wir dann wieder reingehen, ist alles weg. But most of all, okay. Have fun. Ja, Tokens haben wir keine. Schauen wir auf Ende. Und continue. Floor 1. Gold Piece. Dann schauen wir mal. Also wie gesagt, mir gefällt sehr gut, dass die originalen Synchronsprecher da drin sind. Wäre auch sehr schade, wenn nicht. Und ja, deswegen lasse ich die auch mal für sich sprechen. Lest das jetzt nicht vor. Ne, es ist halt die Original-Synchro. Das sollte man ausnutzen. Und wie gesagt, es ist halt so ein kleines Zelda-Spiel. So Zelda-like. Nichts Großartiges. Give me your insides. Oh, ne. Dann kannst du immer wieder zwischendurch spielen. Denke ich mal. Deswegen, wir schauen jetzt rein. Und dann sehen wir weiter. Aber ich denke, so ein bisschen werden wir es auf jeden Fall spielen. Weil bis jetzt gefällt es mir echt gut. Es ist halt, wie gesagt, nichts Besonderes jetzt unbedingt. Aber es ist immerhin Adventure Time. Und das allein das macht schon toll. Also zumindest für mich. Und ich denke mal für Adventure Time Fans. Die wird es genauso gehen. Ja, wir haben noch volles Leben. Ich denke mal, die ganzen Essenssachen füllen einen dann die Herzen wieder auf, also das Leben. Okay, kommt man nicht lang. Kann noch nicht springen oder so. Wow. Ein Monster-Spawner. Also die Bubblegum-Tentakel, ne? Ja, war lustig. Eine Brezel! Eine Brezel! Nothing like dungeon food! Zack. Noch eine Brezel. Brauchen wir zwar alles momentan nicht. Aber hey. Fragt sich, ob man hier nicht irgendwie. Kann man nicht rein. Okay. Nichts mehr. Das ist immer so ein kleines Dungeon-Spiel. Da muss man sich überall umschauen. Ich frag mich. Wirklich, was es noch so für Waffen gibt und alles, was man so findet. Wie umfangreich das ganze Ding ist. Weil man hat auch noch das Demon Sword aus der Serie. Was Finn später nicht mehr hat. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen führe ich das nicht weiter aus, aber er hat es auf jeden Fall nicht mehr. Schön daneben gehauen. Melone? Okay. Hörte Princess Metal, yay! Ja, sauber daneben getroffen. Kisten sind immer gut. Wirklich? Ein Yo Blaster. Es ist. Es ist super. Es ist wirklich toll.
aber ich bin auch echt nicht schwer zu beeindrucken. Mir hat schon der Titel gereicht, da war ich schon, was heißt gehypt, aber meine Vorfreude war schon groß dann. Das Spiel ist übrigens schon ein bisschen länger draußen. Aber ja, Steam ist so vielfältig, manchmal sieht man gewisse Spiele einfach nicht. Und ich kannte die anderen Adventure Time Spiele, die so da sind. Und deswegen dachte ich mal, oh. Kitten Gun gegen Kitten Gun. Ja. Ja, Muni. Und da dachte ich, ja, nehmen wir doch jetzt mal das. Und wir probieren es aus. Und wie gesagt, bis jetzt gefällt es mir wirklich gut. Es ist halt so Dungeon Crawler mäßig, hat was von Zelda. Klar kann man es nicht mit der Vielfalt, Umfang von Zelda wahrscheinlich vergleichen, aber das sollte man allgemein nicht tun, weil allgemein so kleinere Spiele mit großen Spielen immer vergleichen ist immer, ach, das ist so, als ob man Fußballprofis mit Leuten aus der Kreisliga vergleicht. Das ist, da kann man einfach nicht ranreichen. Es sind kleinere Entwickler, es ist ein kleineres Budget. Und teilweise muss es halt nicht die fette Grafik sein oder die krasse Story, sondern wenn man einfach das Fanherz anspricht. Und das tut das Spiel auf jeden Fall. Und bis jetzt macht es noch nicht viel falsch. Außer, dass ich mich gerade, glaube ich, verlaufen habe. Verdammt, wie komme ich nochmal zur Treppe? Wie kommt man zu dieser Uhr da hinten? Da ist die Treppe. Ja, ich denke, zur Uhr werden wir noch nicht kommen. Da werden wir wahrscheinlich irgendwas anderes hier brauchen. Und mich würde es mal interessieren, wie man die Special aktiviert. Okay, so. Okay, was immer das bringt. Aber jetzt wissen wir, beziehungsweise jetzt weiß ich schon mal, wie man die Special aktiviert, wenn es mal sein muss. War zwar jetzt ein bisschen verschwendet, aber hey. Boah, wenn man so langsam eigentlich Schätze kriegt. Ja, 175 schon relativ viel, ey. Ich dachte, findest du die Münzen bei Mario, aber nein. Das ist wirklich hart von diesen Schätzen. Wahrscheinlich kriegt man auch in den Leveln, die etwas fortgeschrittener sind, dann etwas mehr Schätze. Mal schauen, was die Uhr bringt. Die Gegner stehen still. Okay. Schätze, Schätze, Schätze. Gatsching. Open up! Ja, guck mal, hier liegt schon viel mehr rum. Das ist doch schön. Schätze. Yoink! Das ist für ein Eisenschnabelvogel, ey. Lustig, dass sie auch aus den Knochen rausbauen. Hätte man ja wenigstens die Nester hinknallen können, aber gut. Nehmen wir alles schön mit. Okay, das Time muss anscheinend nicht so übertrieben akkurat sein. Wow. Oh mein Gott, ich wurde das erste Mal getroffen. Natürlich erst auf den Spawner. Zack, zack, zack. Da wäre auch das kaputt. Okay, jetzt wir gehen nicht weiter. Okay. Hier hinten war ich noch nicht. Tschack, schnappen wir uns den Schatz.
Und hier ist auch noch was. Was hier noch nicht? Doch, hier war ich schon. Gut, dann auf zur Treppe. Die war genau hier, genau. Und nächste Etage. Boop, boop. Nochmal viel. Nothing like dungeon food. 15 haben wir schon mal. Ich weiß dann nicht, wie tief wir rein müssen, damit wir raus können. Collection Stats, Resume Quests. Informativ. Was ist das denn? Ah ja, okay. Nehmen wir wieder die Miaugen. Das war der falsche Knopf. Ich dachte schon, warum greift er den nicht an? Ja, mit 10, da sollte ich noch ein bisschen üben. Bringt sie überhaupt was? Oder ist das einfach nur mega süß? Items, grabbing items. Also ist schon sehr nett gemacht, also. Halt. Das Fandom spricht es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich an. Ja, das Charakterdrehen ist etwas hakelig, das muss ich wirklich sagen. Und natürlich ist keine Ausrede, dass ich jetzt schon ein paar Mal getroffen wurde. Man merkt, es wird schon ein bisschen Anspruchs. Ja. Okay. Ich dachte, das trifft mich nicht. Okay, das hält hier auch nicht ab. Schnappen wir uns trotzdem mal die neue Muni. Geld, Geld, Geld. Mal gucken, ob es Schaden macht. Ja, doch, es macht Schaden. Joink! Das macht einen schneller für gewisse Zeiten. Das ist nämlich auch so ein Faktor. Da haben wir auch gerade gedacht, also man läuft schon relativ langsam. Besonders an solchen Stellen, man ist an der Treppe, will aber nicht runter, weil da hinten noch ein ganzes Gebiet ist. Aber jetzt ist leider das Honiggetränk ausgelaufen. Hier haben wir noch Monster Spawner. Die Vögel, ne? Diese Sackgesichter. Die Eier mal mit. Wir sind ja hier für Schätze. Dann gehen wir doch nicht einfach weiter, ohne die Schätze zu holen. Was wären wir denn da für Schatzjäger? Geht ja mal gar nicht. Wow. Jetzt wird aber langsam mein Leben knapp. Ja, es ist uncool. Hier waren wir schon. Und da kommen wir wieder nicht hin.
Ja, wahrscheinlich dann mit anderen Items und sowas. Könnte ich mir vorstellen, dass man da hinkommt. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ja! Wow, das war knapp. Nein! Oh, man. Nein. Well, that could have gone better. At least... Okay, man hat aber noch Schätze. Ein paar haben wir verloren. Aha! The treasure I asked for. Wir können zumindest die Quests abgeben. Very well. As a reward, I will double it. Here's 10 more treasures. Okay, wir haben ihr 10 Schätze besorgt, wir durften sie behalten und kriegen nochmal 10 von ihr. Wo immer sie die her hat. Ich dachte, sie sind geklaut worden. Was ist los mit dir? Mädchen! Ja gut. Damit haben wir die erste Quest abgeschlossen, die ersten 4 Dungeon-Level besucht. Ich weiß nicht, ob sie sich ändern oder ob man jetzt im Prinzip, wenn man wieder reingeht, die ersten 4 wieder machen muss. Deswegen sage ich jetzt aber, da wir jetzt schon mal an dem Punkt sind, danke fürs Zusehen. Ich denke, wir werden es noch mal ein bisschen weiterspielen. Und bis zum nächsten Mal bei Adventure Time. Und mit mir, den Tobi. Auf Wiedersehen.